Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich grüße euch zurück in Division 2, diesmal mit PvP. Und zwar, es gibt hier die Möglichkeit 4 gegen 4 zu spielen im Konflikt. Ich bin hier im Weißen Haus beim Konfliktmanager. Auf der Karte sieht es so aus, dass es hier dann eben mit diesem Gelb gezeichnet ist. Und hier einfach interagieren drücken. Und wir können schon die Spielersuche beginnen. Das heißt, ich suche mir jetzt 7 andere. Einfach ist wahrscheinlich, wenn man 4er-Gruppe hat. Ich habe auch vor in Zukunft, oh es geht rucki zucki, mit 3 anderen zu spielen. Also wer Interesse hat, schreibt das in die Kommentare, wer zocken will gerne. PvP. Bin jetzt nicht so der Mega-Pro, ist ganz klar. Ist natürlich auch eine Sache der Waffe und so weiter, bin ich schon drauf gekommen. Und jo, okay, hier kann man auswählen, entweder Stadion oder Kapitolruinen. Ich nehme mal Kapitolruinen, ich habe schon beides gespielt. Ich finde beides okay, also es sind einmal 2 Maps drinnen. Das finde ich schon mal okay für die Beta. Wie gesagt, steht eh da oben, Open Beta. Aber ich wollte euch das unbedingt zeigen, denn jo, vielleicht spielt es eine Rolle für euch, ob ihr das Spiel dann kauft oder nicht, wie es PvP ist. Aber ich finde es einmal in Ordnung. Man sieht hier, das ist so aufgebaut, hier eben Gruppe A, B und hier in der Mitte trifft man sich halt. Man muss halt hier wirklich, ja am besten wäre wirklich zu dritt über Discord wahrscheinlich taktisch vorgehen. Aber, ja, Schrotflinte ist auch okay. Hier, das bin ich. Aber ich lasse mich mal überraschen, wie es random ist. Ich hatte heute schon, ich war zweimal drinnen und hatte Glück, oder nicht Glück. Wir haben zweimal gewonnen halt, ist okay. Haben meine paar Kills gemacht, also das ist schon mal in Ordnung. Und am Ende bekommt man dann so Kisten. Ich habe meine noch nicht aufgemacht, das heißt, sollte das jetzt in die Hose gehen, ja. Dann ist es auch kein Problem, dann kann ich euch trotzdem zeigen, was man als Belohnung bekommt oder was da halt der Loot ist, denn da bekommt man so Boxen, also das ist auch okay. So, jetzt mal rampirschen hier. Hier muss man da relativ aufpassen, ob sie links oder rechts kommen alle. Man muss halt ziemlich viel drehen auch. Also man muss halt echt aufpassen, dass sie nicht von der rechten Seite auch durchgehen. Das ist mir heute schon mehrmals passiert, dass die dann hier durchkommen. Wo auch immer, gehen die immer rechts. Kann ja nicht so. Ah, siehst du, kommen schon, siehst du. Da waren schon 1, 2. Zack, Kill, ah? So sieht's aus. So, Kill Nummer 1 hätten wir schon mal, ja. So läuft's. Das ist schon mal okay. Komm, lass mich ziehen. Nummer 2. Also so finde ich es wahrscheinlich am vernünftigsten, wenn einer halt hinten steht und hier halt drauf hält auch natürlich. Man muss halt immer auch hinten aufpassen, denn die sind auch nicht von vorgestern. Komm, gib mal was zu schießen, Alter. Gib was zu schießen. Ich muss natürlich aufpassen, dass sie mich nicht überrennen. Ich hoffe mal, dass die auf der anderen Seite halt rumstehen. Und hier war es ja clever, wenn man halt wirklich PvP't, wenn man halt mehrere Leute ist, also wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist. Alter, vergeigt es jetzt, Alter? Muss echt aufpassen, Alter, sonst vergeige ich es hier. Schaden genommen, aber nicht gekillt. Ja, heilt sich gerade, oder was? Komm, lass ihn mal rausgehen, Alter. Ich bin ja eher der Scharfschützen-Typ, wie man sieht. Ich bin ja eher der Scharfschützen-Typ. Es gibt auch so diesen Boost. Nur da bin ich noch nicht so richtig drauf gekommen, wo man den Boost sich holen kann. Wo bist du, Hund? Komm, steck mal den Kopf raus, Alter. Hier ist noch einer und hier ist einer. Oh, und hinter mir ist einer. Siehst du, das habe ich gemeint. Einer, der hinterläuft dich. Aber das ist, weil die Penner halt vorrennen, ne? Das ist halt, weil die Penner halt vorrennen, ne? Und nicht auf der Seite stehen. Und darum, ich finde es vernünftiger, wenn man halt im PvP wirklich über Discord und so spielt. Denn, mal, wie gesagt, wenn die halt alle nicht aufpassen. Und, ja. Komm vor. Ja. Aber, wie man sieht, bewusstlos, ja. Also, wir haben ja
Ich kann in dem Spiel auch wieder meinen Pen-Account da hochtreiben. Das gefällt mir natürlich sehr. Kommt mir natürlich sehr gut entgegen. So, machen wir mal. Zack, mal mein Dingens raus hier. Weil der eine wird sicher hier wieder kommen. Sag ich doch. Alter. Echt jetzt? Was hat der für eine Knarre in der Hand, Alter? Was hast denn du? 8-3K, Alter. Oh, wo krieg ich denn so eine Waffe her, Alter? Ich brauch die. 8-3K? Leck mich am Arsch, Alter. Wo krieg ich denn so eine Waffe her, Alter? Meine hat... Alter, echt jetzt? Leck mir am Arsch. Krieg ich so eine Waffe her, Alter? Meine hat... 2K, glaube ich. Mein Einzelgewehr, der hier. 2,2K, Alter, wo krieg ich eine 3K her? Okay, also wir haben hier schon Unterschiede, auch im PvP. Also, farmen, ja, ich brauche jemanden zum Farmen dann. Ja, wir müssen Waffen farmen, ja. Wir müssen echt Waffen farmen. Also schreibt es in die Kommentare rein. Scheiß, ich fahre mit dir, ja, weil ich habe echt Bock auf das, wie man sieht. Aber, wie man sieht, die sind schon, wir verlieren gerade. Aber nichtsdestotrotz, ja, es ist trotzdem okay, der Modus. Kommen wieder von hinten, die eine Tussi, wetten? Wetten? Die kommen wieder von hinten? Oder der Typ halt? Ne, war ja eine Tussi, ne? Hör doch. Guck mal, ich schieße und schieße und schieße, aber gut. Ich habe halt keine Chance, ne? Gegen den Waffenschaden ist halt leider so, dass ich halt hier keine Chance habe. Finde ich dann sehr unausgeglichen. Denn eine überlegene Waffe. Ich weiß nicht, wo ich die herbekomme. Aber... aus dem, ich glaube aus der Deep Zone, das heißt ich muss Deep Zone farmen, ja, für eine 10er Waffe. Ja, okay, ich habe einen Plan, das heißt ich habe heute schon einen Plan, aber jetzt beenden wir das mal, weil ich möchte euch das natürlich zeigen, wie es aussieht, denn am Ende gibt es natürlich auch Belohnung. Ich habe zwar jetzt keine, ich kriege hier jetzt zwar keine, aber naja, who cares, weil die machen hier halt gerade alle Meier, aber naja, das ist dieser blöde Hubschrauber, der da rumfliegt. Weißt du, der macht alle down. Das Teil hier. Und hier ist wieder die Tussi, ja. Die Tussi ist wieder da. Also wir haben nur mal einen Tod. Also ich glaube, das wird nichts, denn die Waffenüberlegenheit ist riesig, merke ich gerade, ja. Guck dir das mal an, Alter. Die Waffenüberlegenheit ist echt gewaltig gerade. Also, man kann auch Granaten werfen von dem ganzen Mist, ja. Aber ja. Von irgendwo kriege ich halt, ja, das ist der, was hat der? 23k Waffenschaden. Wo kriegt man sowas? Würde mich interessieren. Schreibt es uns in die Kommentare. 68k. Echt jetzt? Wo kriegt man so eine Waffe her? Okay, ich dachte, ich habe gute Waffen. Okay, ich bin der Letzte, aber who cares? Trotzdem haben wir ein paar Kills gemacht, aber die Waffenüberlegenheit ist schon sehr gewaltig, schon immer in der Beta. Weiß ich nicht, wo man die herbekommt, ja, aber naja, egal. Sind alle bewusstlos. Na guck, ich mach nicht mal Schaden, Alter. Guck, und ich bin gleich mal erledigt, ja. Also, das ist ganz klar. Finde ich aber echt extrem, ne? Schade, dass ich nicht länger gucken kann. Niederlage. Ich hätte euch gerne einen Sieg gezeigt, aber macht nichts. Aber so sieht PvP aus. Ein paar Punkte haben wir ja da noch geschafft, glaube ich. Aber... also die Waffen sind echt gewaltig. Konfliktstufe habe ich erst 3, wie man sieht. Zweiter Platz. Wo sieht man denn? Kill. Assist einen. Gut zu töten einen. Statistik. Punkte, also es ist so gepunktet. Match beendet. Okay, man kriegt halt ein. Man sieht halt da unten die Belohnungen. Sieht man das neben mir? Ich denke wohl. Also hier sind dann die Belohnungen drinnen. Ich gehe jetzt mal auf Konflikt verlassen. Komme jetzt wieder zurück dorthin. Also ich werde auf jeden Fall, muss ich die Waffen farmen. Okay, also ich habe einen Plan. Ich habe auf jeden Fall einen Plan. Schreibt es mir in die Kommentare. Wie lange ist die? Einen Tag ist sie noch. Ja, ich brauche die Waffen. Ja, ein paar Freaks sind da schon unterwegs.
Und hier bin ich mal gespannt, auch in diesem PvP. Ich weiß nicht, wie es aussieht bezüglich Matching oder so. Da tun sich ja alle Firmen schwer mit Matching. Weiß ich nicht warum. Weil sie alle dämlich sind. Aber wir gucken uns jetzt trotzdem das Inventar an, denn hier sind dann diese Boxen drinnen. Diese Konfliktbehälter. Und hier zum Beispiel Standard-Ausrüstungsobjekt drinnen, das werden wir mal öffnen. Ein Holster zum Beispiel bekommen. Ja, also hier ist Ausrüstungsobjekt, das sind eigentlich alles Ausrüstungsobjekte, die man halt hier rausbekommt. Okay, eine Waffe auch. Aber ist natürlich nichts gegen die Waffen, die mich jetzt gerade fertig gemacht haben. Ja. Rucksack. Ja, also es ist auch, glaube ich, es ist okay auch für Waffen. Für Gear, glaube ich, zu farmen ein bisschen oder so. Aber es macht Spaß. Also trotz allem, auch wenn ich jetzt hier ein bisschen abgebissen habe, ja, hilft nichts. Passiert halt. Ist halt so. Aber naja, macht nichts. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Stell dich jetzt mal so hin. So. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt es in die Kommentare rein, was ihr sagt. Auf jeden Fall, mir macht Spaß. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen dieses Gameplay PvP bisschen genossen. Und somit bedanke mich fürs Zugucken. Daumen nach oben, Kommentar, Abo nicht vergessen und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.